herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben den Monatsreport für euch, und zwar den Monatsreport Februar. Kommt immer alles jetzt ein bisschen verzögert, liegt aber nicht an uns, Nein. Ja, das wollen wir nur sagen. Ja. Was lange währt, wird gut. Das genau. Kennen wir doch von Star Citizen und Chris Roberts und überhaupt. Allerdings, so ist es. Wir schieben das mal so den anderen zu. Genau, machen wir auch. Daher haben wir jetzt die Zusammenfassung dieses Monatsreports. Tatsächlich ist der sehr lang, sehr umfangreich, und die Kollegen bei SCB machen sich wahnsinnig viel Mühe, den zu übersetzen. Das bedeutet, ja, vielen Dank an die, und wenn ihr den vollständigen Monatsreport mit allen Details haben wollt, könnt ihr den dort auf Deutsch nachlesen. Wir liefern euch jetzt hier wirklich die Best-of-Topics für diesen Monatsreport zusammen, und als allererstes wollen wir uns aber, bevor wir jetzt voll ins Thema gehen, nochmal bei unseren Patrons bedanken, bei unseren Unterstützern bei Patreon. Ihr macht hier wirklich sehr viel für uns möglich, auch zum Beispiel Dinge wie die Planung der jetzt ja anstehenden Gamescom, die ja dann im August dann soweit ist, unsere Reiseplanung und all das, was damit zusammenhängt, die Technik entsprechend, all das macht ihr möglich. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, und wenn ihr für uns, für unsere Arbeit hier bei Star Citizen auch supporten wollt, geht mal auf unser Patreon-Profil, vielleicht findet ihr da was, was euch interessiert. Ja, und dann... Danke euch. Genau, vielen Dank. Ich wollte auch nochmal Danke sagen. Das ist ja auch richtig so. Genau. Jetzt gehen wir auch direkt in Medias Res, das heißt in unsere erste Kategorie, das Engineering. Ja, und womit fängt es an? Mit den immer wieder erwähnten Object Container. Und das Object Container Streaming, das haben wir jetzt auch schon, ich glaube, 10-mal erwähnt, aber es ist auch wirklich wichtig, denn dadurch werden auch wirklich nur Inhalte ins Spiel für uns Spieler, die relevant sind, gestreamt und nicht alles drumrum, und dadurch ist einfach auch wieder ressourcenschonend, wo wir wieder bei unserem Lieblingswort sind, dem Wort des Jahres. Also fließende Übergänge sind dadurch im gesamten Universum möglich, und darum ging es halt vor allem auch im Februar, da waren sie fleißig dabei, daran zu arbeiten und das Ganze zu implementieren. Genau, damit haben sie den Core Engine Code richtig angepasst jetzt, sodass sie die Menge, die ein Object Container jetzt umfassen kann, drastisch erhöht haben. Das heißt, ganze Planeten sind möglich jetzt als Object Container im Spiel zu haben, und was dazu was eben im Gegensatz dazu dasteht, dass wir da Performance opfern müssen. Wie gesagt, ressourcenschonend ist tatsächlich unser Lieblingswort im ersten Quartal. Wir gehen von da aus weiter zu einer neuen Mechanik, beziehungsweise der Weiterausformulierung und Arbeit an einer Mechanik, die sich noch einmal ums Radar dreht, aber auch um die Scanner, die damit zusammenhängen, sodass wir da auch erwarten können, dass wir mithilfe dieser Mechanik nicht nur sehen, wer um uns herum ist, sondern auch noch Details auslesen können. Da wurde sehr stark weiter dran gearbeitet. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch versteckte Informationen über von Radarobjekten aufgedeckt werden können. Ja, und dann wurde eine erste Version fertiggestellt, von dem Sonnensystem-Editor. Und dieser Editor ist total wichtig, denn auch wieder um Ressourcen zu schonen und um sozusagen, die Größe der Sonnensysteme darzustellen und die enthaltenen Objekte effizient darin zu verwalten. Dafür ist dieser Editor da. Und wie du auch schon gesagt hast, selbst Planeten werden jetzt in Object-Containern erstellt oder gestreamt und das Ganze dann in die Systeme gezogen und dadurch... Ziemlich coole Sache. Ja. Genau. Ach ja, was du noch sagen wolltest, war, da habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, war, dass sie dann auf die Umlaufbahn gebracht werden, ne? Die Planeten. Richtig. Das alles kann jetzt dieser Sol-Ed, abgekürzter Solar System Editor, kann ihnen sozusagen ein erstes Beispiel liefern, um das dann eben möglichst schnell und effizient ins Spiel zu bringen. Damit würde ich übrigens gerne mal ein bisschen rumspielen mit dem Ding. Also so. Die Editor, die magst du sowieso, ne? Total cool. Ja, genau. Man könnte doch dazu auch nochmal, könnten sie auch nochmal so ein Tutorial machen. Ich finde auch, so eine Extra-Folge. Haben sie das schon mehr? Sehr geil. Ja, fände ich total cool, damit mal ein bisschen Sonnensysteme zu erstellen und dann irgendwie live zu streamen. Finde ich ziemlich nice. Wir gehen weiter zum KI-Team. Da gab es nämlich jetzt den Fortschritt, dass beim KI-Team die Funktionen für die Missionen, also das heißt das Missionsgerüst, implementiert wurden. Das bedeutet jetzt, dass man eben dann eine Mission annimmt, dann sie im MobiGlass gut geschrieben kriegt und alles, was sich daraus ergibt, das heißt jeder weitere Schritt in der Mission, jede weitere Belohnung, jeder weitere, auch vielleicht Rückschlag, den man erlebt, alles in einer Verkettung dargestellt wird und dass das von der KI dann entsprechend übernommen und gelebt wird. Grundlagen dafür bieten erstmal Forschungs- und Rettungsmissionen innerhalb von Crusader.
Trader, die sie jetzt nutzen, um diese Funktionen auch zu testen. Und außerdem wird damit eben die Grundlage für ganz viele weitere Missionen geschaffen. Ja, und das finde ich auch mal eine coole Sache, denn wir wollen ja dann, wenn wir ein großes Sternsystem haben, auch was zu tun haben. Da genau, drin, ne? Und nicht immer nur eine Mission und dann ist Ende. Dann ist Feierabend. Nee, genau. So, dann wieder zum Missionsgeber. Ja, genau. Hast du noch was? Das müssen wir nicht haben. Also von daher, das wird sehr, sehr spannend. Ja, und von da aus ging es dann wirklich nochmal ins Richtung Item-System 2.0. Ja, dann genau, am physikbasierten zerstörbarem Verhalten haben sie gearbeitet fürs Item-System 2.0, ne? Und da, genau, das, da warte mal, da bin ich jetzt in der Zeile verrutscht. Das macht nichts, es geht vor allem ums Gesundheits- und Schadenssystem. Ach, das genau, wo das konvertiert wurde, genau. Genau, ja, okay, richtig. Erzähl weiter. Ich mach mal kurz Pause. Kein Ding, genau, wir kommen dann auch gleich zu den beiden. Seite. Genau, ich war schon bei den Prototypen. Prototypen, genau. Mal. Ja, aber erstmal noch zum Item-System. Wie gesagt, da merkt man jetzt schon im Star Marine, dass man sehr viel zerstörbare Umgebung hat. Und das Ganze soll mit dem Item-System natürlich so sein, dass man nicht nur eine Komponente irgendwo reinschiebt oder ein Item irgendwo hat, sondern dass das dann auch einzeln kaputt gehen kann. Und dementsprechend auch einen Gesundheitsstatus hat. Also weiß, okay, das sind jetzt zu 40%, 50%, 60%, 70% zerstört, kabumm. Und das ist eben der Witz daran, woran sie jetzt gerade arbeiten, dass das eben wirklich auch realistisch sich voneinander abhebt und dass die Komponenten entsprechend reagieren, wenn sie dann auch Schaden kriegen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Prototypen und das erste war das Interaktionssystem. Ja, genau, ne? Das Interaktionssystem. Und da, wie gesagt, war halt der Sinn und Zweck, dass die Spieler mit den Objekten, also dass sie sie bedienen können und aber auch manipulieren können. Also an dieser Mechanik wurde jetzt fleißig dran gefeilt. Also Schiffe, Steuerungskonsolen, Waffen und was es da alles so gibt. Also das... wie gesagt, das ist das Interaktionssystem. Dann am zweiten Prototyp, da sind sie auch fleißig dabei, ne, dass sie dann halt die entsprechenden Gegenstände, die Eigenschaften der Gegenstände auch bedienen und manipulieren können. Genau, das würde sowas wie Schilde, Waffen, Thruster und sowas alles beinhalten. Hängt übrigens tatsächlich auch alles ein bisschen miteinander zusammen, weil dieses Interaktionssystem und dieses Eigenschaftssystem hängt wiederum mit dem Itemsystem 2.0 zusammen, sodass man eben auch wirklich sagen kann, okay, das kann also nicht nur alles Schaden kriegen, sondern ich kann natürlich auch damit irgendwas machen. Also kann an Interfaces rumspielen, kann irgendwelche Regler hoch und runter drehen und dann verändert sich damit irgendwas. Zum Beispiel, das hatten sie dann im Monatsreport noch genannt, können Spieler auf diese Art und Weise entscheiden, ich möchte jetzt mein Schiff auf Stealth umbauen beziehungsweise die Werte so verändern, dass es eben weniger Emissionen ausstrahlt und damit würde dann mit diesen Prototyp-Mechaniken es eben funktionieren, dass man zum Beispiel bestimmte Emissionen halt runterfährt. Genau. Dann gab es noch was Neues in puncto Bewegungsabläufen. Da haben sie auch fleißig wieder dran gewerkelt. Es gibt zwei neue Bewegungsabläufe. Also das erste ist quasi, dass Übergänge geschaffen werden, die flüssiger einfach sind von Gehen zum Laufen und dann zum Sprinten. Und der zweite Bewegungsablauf, der betrifft die KI. Nämlich ja vor allem in der Wegfindung. Da habe ich schon, dachte ich auch so, ja gut, ich beziehe mich da mal auch so mit ein, so in der Wegfindung, wenn so schmale Gässchen sind und irgendwie, dass man da mal so fluffig um die Ecke kommt, ohne irgendwo anzustoßen. Genau. Daran haben sie jetzt gefeilt, an diesen Bewegungsabläufen. Das wäre dann die zweite Variante. Richtig. Genau, du hattest da auch passenderweise Assassin's Creed erwähnt, ja, wo man das dann durchaus, wo man dann irgendwie mal gegen so eine Wand läuft. Mir fehlt übrigens noch was anderes dazu ein. Gerade bei Assassin's Creed gab es ja diese Möglichkeit, eine Taste zu drücken und dann schlängelt er sich so durch zwischen den Leuten. Und genau das, darum geht es im Grunde genommen, dass die KI halt in der Lage ist, auch engere Gänge oder eben sich durch eine Menschenmenge hindurch zu bewegen, ohne dass die irgendwie halt irgendwie hier die Pinball-Maschine nachstellen. Das soll halt nicht so sein. Weiter ging es im Engineering dann nochmal mit Spectrum. Auch ein großer Teil davon gewesen. Turbulent arbeitet ja wirklich mit Hochdruck an diesem Interface und die haben, glaube ich, eine große Liste, was sie schaffen wollen. Ein erstes langfristiges Ziel sind die sogenannten Command-Channels, Command-Kanäle, wo es eben einmal den Leitern quasi oder Anführern bestimmter Squadrons dann eben möglich sein soll, untereinander zu kommunizieren, während sie einen getrennten Kanal dazu haben, so mit ihren Untergebenen, also sprich mit den Leuten, die in ihrem Squadron sind, zu sprechen. Finde ich eine sehr gute Sache. Dadurch schaffst du eine gewisse Hierarchie in den Kommandokanälen das ist, glaube ich, für jede größere Organisation ganz, ganz wichtig, dass das funktioniert. Ja, und das zweite Ziel, was sie sich vorgenommen haben, langfristige Ziel, dass sie das Ganze verfügbar machen für iOS und für Android in Form einer Mobile App.
Ja, wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon diese Woche im Verse Report erwähnt. Wie gesagt, das ist ein langfristiges Ziel. Im Moment haben sie nicht die Ressourcen dafür zur Verfügung, aber auf jeden Fall ist das Ganze geplant. Ja, soll kommen. Und genauso soll der Voice Support kommen, das heißt als Voice-over-IP funktionieren. Das ist aktuell in der sogenannten R&D-Phase, das heißt im Research und Development. Forschung und Entwicklung wird da gerade betrieben und zwar schon sehr lange und sehr intensiv, dass sie sich halt genau überlegen, auf welchem System das Ganze basieren soll, wie sie es einbringen und auch, ob es vielleicht möglich ist, das später über die Mobile-App zu machen. Wissen sie jetzt momentan noch nicht, aber vermutlich ist das sogar etwas, was so priorisiert behandelt wird, dass wir da bald zu neue Updates kriegen und dann kann man immerhin Spectrum schon mal so wirklich zum Sprechen benutzen miteinander. Damit gehen wir in die nächste Kategorie und kommen vom Engineering zu Design and Art und hier ging nochmal alles um, glaube ich, das, was für viele Leute das Wichtigste sein wird in der 3.0, nämlich die erste Version des Handels im Spiel. Ja, das war ein ganz großes Thema im Februar, denn die erste Version des Handels drehte sich vor allem darum, dass die Wirtschaft natürlich fluktuiert, dass sie sich wie eine echte Welt, wie bei uns anfühlt. Das Ganze soll funktionieren, das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem, dazu mussten sie natürlich erstmal Listen erstellen von Gütern. Also welche Formen von Güter gibt es, wo kann ich sie kaufen, wo kann ich sie verkaufen. Dann, wie sind die Preise festgelegt dieser ganzen Güter und Gegenstände? Das wird natürlich später dann auch in einer fluktuierenden Wirtschaft davon abhängen. Angebot, Nachfrage ist ganz klar. Ne? Und aber zumindest haben sie erstmal gesagt, sie werden sich an so einer Basisstruktur orientieren, auch Basisgüter erstmal einfügen. Da haben sie von Basisgüter. Ich fange gleich an mit dem Alkohol und Tabak. Sehr schön. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich wollte natürlich sagen, Nahrungsmittel, Erze, Gas, auch Alkohol und Tabak spielt eine Rolle bei diesen Basisgütern. Und medizinische Versorgungsgüter haben sie auch noch drin. Genau, wir hatten das auch schon mal in einem SCB Verse Report erwähnt, wer sich daran erinnert. Es sind wirklich Basisprodukte für den Anfang und von dort aus wird das Ganze dann weiterentwickelt. Jetzt ist der Ruf erst ruiniert und so, ne? Ja, sehr schön. Jetzt bin ich voll die Alki-Braut. Genau. Von diesen Basisprodukten ausgehend geht es dann wirklich irgendwann weiter. Es werden andere Materialien noch dazu kommen, auch Unterscheidungen zwischen Erze und so weiter. Kommt aber erst noch, ist noch Zukunftsmusik. Weiterhin geht es dann auch mit einem neuen Shop-Typ. Sie haben nämlich festgestellt, dass man eben die Möglichkeit haben muss, überall irgendwie seine Ressourcen loszuwerden und wiederum Aufträge anzunehmen. Dafür wird es die sogenannten Admin-Offices geben. Haben wir auch schon mal darüber berichtet, dass die kommen. Das heißt, die werden Importe und Exporte von den lokalen Geschäften sozusagen steuern und entsprechend kann man dort Sachen kaufen und wieder verkaufen. Und außerdem wird man dort die Möglichkeit haben, Aufträge anzunehmen und eben über sogenannte Panels dann Lieferungen zu planen und selber sozusagen sich mit in diesen Wirtschaftskreislauf einschließen zu lassen. Diese Art von Shop-Typ, diese Admin-Offices werden überall dort zu finden sein, wo kein Platz oder kein Raum für eine große Trade and Development Division, also so ein TDD-Office ist. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel auf ARCorp, Area 18, da kennt man die TDD schon, die es dort gibt, aber auf kleineren Stationen werden dann eben diese Admin-Offices zu finden sein. Also eigentlich überall. Ja, also eigentlich überall. Zumindest kann man das hoffen, denn man will ja wahrscheinlich überall irgendwie was kaufen und verkaufen. Ja, und dann gab es noch ein Update natürlich, dass man sagte, zu den Preisen der Güter, du sagtest ja schon, ein fluktuierendes, funktionierendes Wirtschaftssystem soll es irgendwann mal werden. Am Anfang werden diese Preise aber alle von Hand geregelt. Genau. Ne? Und wie gesagt, später dann Angebot, Nachfrage. Ne? Und ja, von Hand, das machen sie halt einfach jetzt zu Testzwecken, ne? Damit es einen Basispreis erstmal gibt. Genau. Ja, dann gab es noch was Neues. Ja, obwohl so neu ist es gar nicht, weil sie sind damit auch schon eine ganze Weile beschäftigt, ne? Mit den Xenolinguisten. Genau. Die sich um die Alienrassen und vor allem um die Sprache bemühen. Da geht es auf jeden Fall voran, denn es wurde gemunkelt, dass in den Büros schon immer öfter Xi'an gesprochen wird. Das finde ich so geil. Finde ich auch geil, da hätte ich auch mal Bock drauf. Das finde ich so super. Darum haben wir es auch wirklich extra in diesem kleines Update, aber wir haben es extra in den Monatsreport reingelegt, weil ich mir das so vorstelle, wie einer so an dir vorbeigeht, weißt du, und du denkst so, was ist denn hier kaputt? Ja, finde ich total cool, ja. Wie gesagt, da legen sie auch ordentlich vor, damit das eben auch in nächster Zeit auch im Spiel Realität werden kann und gerade auch für Squad
Squadron 42 ist das wichtig und wird gebraucht. Außerdem, apropos Spielrealität werden kann, sie setzen sich weiter sehr stark ein, dass die prozeduralen Planeten weiterentwickelt werden. Und da liegt der absolute Fokus momentan auf den Monden von Crusader. Yela, Selen und Daymar sind nämlich bereits in ihrem eigenständigen Aussehen und ihrem Aufbau und ihrer Atmosphäre fertig. Haben sie sehr viel Aufwand reingesteckt, hat man auch schon mal gesehen. Sah großartig aus. Und jetzt, wo sie die Ökosysteme fertig haben, haben sie noch was anderes, was danach kommt, ne? Ja, sie wollen nämlich die geologischen Elemente einbauen. Also im Prinzip für alle Mining-Freaks und Fans. Es geht an die Erze, es geht los an den Bergbau. Das wollen sie einfügen und das ist natürlich total spannend. Und vor allem ist es halt auch spannend, weil sie jeden einzelnen Planeten, wie du gesagt hast, mit sehr viel Liebe versorgt haben. Jeder Planet ist einzigartig, trotzdem, also in seiner Atmosphäre, in seinem Erscheinungsbild, trotzdem jetzt soll es zu Crusader passen und also das haben sie wirklich ganz toll gemacht. Genau, und wenn dann auch noch pünktlich die Prospector fertig wird, könnt ihr euch also dann auf den Planeten setzen und ihn aufbohren. Dafür ist es gedacht, dafür setzen sie jetzt die Erztaschen da ein. Ja, außerdem gab es noch ein Update zu dem Atemgassystem. Das bedeutet also quasi den Sauerstoffvorrat, den ihr auf dem Rücken habt oder was auch immer die anderen Alienrassen so eben als Atemgas nutzen. Dazu haben sie gesagt, sie arbeiten gerade an den Visualisierungen der verschiedenen Zustände, sodass einem in Zukunft irgendwann das System anzeigen wird, in welchem Gesundheitszustand und Ausdauerzustand sich der Charakter gerade befindet, wie viel er zum Beispiel gerade verbraucht an Atemgas und wie es momentan überhaupt... Warte mal. Genau. Und wie es im Grunde genommen um seine gesamte Health steht und genau, irgendwann dann eben Sternchen vor den Augen hat, wenn das zum Beispiel nicht mehr ausreichend ist, was er da auf dem Rücken trägt. Fand ich ziemlich cool. Ja. Und wird sicherlich auch noch ein bisschen brauchen, bis das Update drin ist. Das haben sie mit gleich dazu gesagt. Ja, und damit kommen wir, glaube ich, schon zu den Schiffen. Ja, bei den Schiffen. Da war auch eine Menge los tatsächlich, ne? Wir haben uns ein paar rausgegriffen. Die Miss Grazer, die ist im Prinzip schon in der Fertigstellung. Ja. Also das war sehr erstaunlich, wie schnell das jetzt auch ging. Dann, der Javelin. Ja. Genau, da Javelin. Haben sie am Exterieur und am Interieur gearbeitet. Und wie gesagt, die soll ja auch in Squadron 42 eine Rolle spielen. Und sie soll dann auch direkt ins Persistent Universe kommen. Tatsächlich, was ich so cool fand an dem Update ist, die Javelin ist fertig. Sie haben Exterieur, sie haben Interieur fertig, sie haben die Schadensklassen fertig, das Ding ist bereit. Aber für die Implementierung ist erstens das PU, wie es jetzt momentan ist, noch zu klein. Mhm. Ja, die passt da einfach so nicht rein. Und zweitens ist es so, dass sie die Mechaniken für die Großkampfschiffe erst mit dem Item-System 2.0 kommen. Dazu würde zum Beispiel gehören, dass man das Ding auch irgendwo andocken kann, um eben reinzukommen. Und solche Teile, also dass diese ganze Großkampfschiff-Mechanik noch nicht da ist, aber wenn sie kommt, dann kommt auch gleich mit der Javelin Destroyer, denn der ist, wie gesagt, fertig. Ansonsten, das fand ich ein ziemlich cooles Update. Genau, der ist im Dock und wartet sozusagen auf seinen Einsatz. Ja. Und was auch sich der Fertigstellung nähert, ist die Cutlass Black. Ja, die ist nämlich in der Greybox-Phase, also auch schon kurz vor der Fertigstellung. Und wer raus ist oder welches Schiff raus ist aus der Greybox-Phase, das ist die Prospector. Ja, die nähert sich also auch der Fertigstellung. Wie wir quasi jetzt schon vorhin erwähnt haben, mit den Erztaschen und den entsprechenden Vorräten, die dann auf den Monden gesetzt werden, wird sich dann auch die Prospector der Fertigstellung nähern, sodass wir dann davon ausgehen können, dass sie das erste Mining-Schiff ist, was wir dann im Spiel bekommen. Ja, ziemlich cool, fand ich cool. Ja, so viel zum Februar. War doch eine Menge los im Februar. War eine Menge los, ein kurzer Monat und so. Ne? Und überhaupt, auch so, weil jetzt nicht so viel Neues in dem Sinne war. Ne? Aber mit den kleinen Patches. Ne? Genau, durch die kleinen Patches. Ja, das war's für den Februar. Mal sehen, was uns der Monatsreport im März dann irgendwann bringt. Mhm. Bis dahin, senden wir euch ganz liebe Grüße, hinterlasst uns Feedback, Kommentare, was auch immer euch einfällt. Likes oder Dislikes. Genau. Und was euch gefallen hat, vielleicht auch an den letzten Patches oder am Februar, wie ihr den Handel findet, was auch immer. Ja, lasst es uns wissen. Und wir sehen uns dann im nächsten Monat zum Monatsreport wieder. So ist es. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!